Fanny Astaboram zurück in Kena Bridge of Spirits. Und ich habe hier, oder ich bin heute für euch wieder hier in einer neuen Mission unterwegs. Das schauen wir uns einmal ganz kurz an. Nachdem wir letztes Mal hier diese beiden Verunreinigungen uns vorgenommen haben, gehe ich jetzt wieder zurück zum Eingang der Schmiede. You made it. The path is blocked, but I'm sure Rufus can help. Nice. Habe ich mal echt mal die Rottbombe getestet. Also die friert ein bisschen die Zeit an. Das hat was. Thank you.
Ich finde die Idee ziemlich gut, dass man, wenn man einen Ort gefunden hat, dass dann Pilze auftauchen. Dann weiß man, dass dieses Versteck hat man abgehakt, ne, wenn man nachher noch mal ganz viele Rott sammeln möchte. Oh, ich ahne es. Oh. Bubbe? Was haben wir?
found my tools. Just where I left them. They should come in handy. When our land began to struggle, I left to search for supplies. My journey took me far across the sea. Adira stayed behind to help the village. She made her promise to move on without me if I didn't make it back. The villagers would need her help to build a new home. It must have been hard for her, not knowing my fate. Right there. Na gut, dann machen wir gleich mal weiter. Ich gucke mich noch mal ganz kurz um und vielleicht finde ich ja noch was. Irgendwas, das blau ist und Töne macht, das zieht mich magisch an. Ja, ich muss da gleich runter, das weiß ich. Da werden die sich jetzt gleich drum kümmern und da geht's durch. Scheinbar. Ah, da hat doch der Maler was sie ihn hinterlassen. Mehr Lebensenergie werde ich doch niemals verzichten. So, sehr schön. Okay, dann mache ich dann gleich an der Stelle weiter. So, dann fahren wir mal runter.
Folge etwas Geisterpost gefunden. Okay, die Geistertruhe müssen wir uns einfach für später aufheben. Keep it that up. Okay, ich soll einen Eingang finden zu den Dorfherzhöhlen. Okay. Okay, I've got the plate working, so you should be able to activate this door. Another relic must be close. Where does this lead? The village heart. Energy flows from the mountain and gathers in a vast network of caves beneath the farmland. Adir and I found a way to collect and focus that energy. These caves were at the core of our work. Thank you.
Thank you.
Thank you.
So, meine lieben Freunde, und ich denke, an dieser Stelle würde ich sagen, ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um zu sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Folge von Kena Bridge of Spirits. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß gemacht und ich versuche dann bis dahin diesen Bosskampf zu schaffen, der mal wieder etwas schwieriger ist. Von daher sage ich einfach nur mal ciao, ciao.